Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen heute Battlefleet Gothic Armada 2. Ja, ein Spiel für Warhammer-Fans, ein Spiel für Tabletop-Fans, würde ich mal sagen. Diesmal mit drei Kampagnen. Oh, oder müssen wir... Ich bin mal gespannt, ob wir eine nach der anderen durchspielen müssen oder ob wir quasi... Ach, es sind sogar, warte mal, ein Prolog, die Schlacht von Cardia. Aha, was haben wir noch? Imperium. Kennt man. Oh, kann man sogar Schwierigkeiten auswählen. Dann die lieben Necrons, die alten Säcke. Und dann, ja, die Verschlinger, die Tyranniden. Ach, ist das schön. Ja, ich würde so sagen, wir fangen einfach mal mit dem Prolog an. Und dann gucken wir, was wir von den anderen drei Fraktionen spielen. Der Planet Cardia ist ein Grundstein der imperialen Verteidigung. Ja, Cardia ist eigentlich für Warhammer-Fans natürlich, ne, kennt doch jeder. Und ein Symbol für das Durchhaltevermögen der Menschheit. Doch nach Jahrtausend des tapferen Widerstands wird Cardia so sehr bedrängt wie nie zuvor. Heimgesucht von den verdorbenen Legionen des Chaos, währenddessen sich Großkastellan Ursaka Creed um die Verteidigung des Planeten kümmert, kommen die Verstärkungen aus der Galaxie zu Hilfe. Cardia hält Stand, aber wie lange noch? So, fangen wir mal an. Let's rock! For 10,000 years, the Eye of Terror has spewed its ageless horrors into the galaxy, gnawing at the eternal glories of the Imperium, at the very soul of mankind itself. And for every one of those 10,000 years, the fortress world of Cadia has held the gate closed. An adamantium bastion, granted strength by flesh and bone, and seeded purpose by faith in the Emperor's holy light. But as the darkness grew ever deeper, and the blaze of the Astronomicon guttered like a wind-blown candle, the Eye of Terror pulls, its baleful energy spilling anew across the stars. With a shriek that echoed through nightmares from Medusa to Ultramar, the Black Fleet slipped its moorings. An endless tide of heretics, traitors, demons, and madmen, whose desperate fealty was given over to a single damned soul. Abaddon the Despoiler, inheritor of the arch-traitor Horus's reviled legacy. The 13th Black Crusade, herald to a fresh age of nightmare, had begun. Stalwart Cadia would be the first to feel its wrath. A Blackstone fortress! Without our shields, that accursed hulk will scour Cadia clean! Repairs to the Null Array are underway. We require only a matter of days. The Magos asks for time. I have none to give. My wolves will buy all that he needs. I'll ask my battle barge to prepare for my arrival. By the Fang, I'll not die without a fight. Warum animiert man sowas nicht? Warum macht man das? Na gut, es ist einfach günstiger, aber... Naja, ich hätte gern so eine Animationssequenz, eine geile... Hätte mich schon mehr gefreut, aber naja. Bisher nicht schlecht, gefällt mir. Zeit stimmt auch. Ja, ich weiß gar nicht mehr, aber war Teil 1 auch so lange Ladezeiten? Ich hasse lange Ladezeiten. We are ready for verification protocol, my lord. Awaiting structural diagnostic. Jawohl, Soldat.
Ah, gegen die Minen dürfen wir nicht fahren. No major issues to report. We stand ready for weapons inspection. Rotieren Sie die Kamera um das Schiff herum. Highlights. All weapon systems functioning. Beginning tactical all-space sweep. Ah, die Ansicht ist ein bisschen besser hier. Willst du von mir? Hotspec sweep complete. So, drücke die Maustaste. Engines engaged. Energie. Muss ich noch Energie sagen? Teil 1 habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, also ich muss auch erstmal gucken, meine. Das mit volle Fahrt. Schiff ausgewählt haben wir. Zielpunkt, ja. Achso, ich muss unbedingt da rein. War calls. Enough with the tinkering. All sections report ready, Lord. The Fireman's Fang stands ready for battle. At last, crew of the Fireman's Fang. The Despoiler's jaws clamp tight about Kalia's throat. His Blackstone Fortress comes to claim the kill. I say nay. Not while the Sons of Roos have strength to fight. The Valiant Dead will shield us from the Black Fleet's curse. We will stalk the Will of Eternity from amongst the carcasses of its victims. When our fangs are at its belly, we strike with every boarding torpedo and assault craft at our disposal. We will cripple that Blackstone Fortress however we can. Weapons, shields, engines, all Father willing, we will tear out its corrupted heart. The Blackstone Fortress is so close, I can smell it. We'll have to cross that minefield to reach it. Take us through, Captain. Oh. Underway. Die schwarze Festung, das war ein richtig großes, fettes Schiff. Ist das hier, was hier drumherum im Hintergrund ist? Das weiß ich jetzt nicht so gut. Kenne ich der schwarzen Festung nicht aus. Oh. Achso, er hat automatisch geschossen. But grander prey awaits. We cannot waste time in fruitless battle. Press on! We'll return once the Blackstone Fortress is a broken hulk. Hold course! Los, Energie! Ja, lass sie durch schön durch das Ringfeld fliegen. Repositioning! Obliterate that target! Where we are needed. Scheiße, die fetzen ja durch. They're gaining. Contact Cajun Orbital Command. Tell them to detonate the mines. That explosion should clean our tails of these traitors. Aye, my lord. Engines engage. Los, weg hier. Das war knapp. If only we'd had the time to make it painful. My lord, all specs show one traitor vessel survived the explosion. It has launched a disruption bomb. Yeah. It will obliterate our shields. All sections, prepare for high energy turn. Helm, get us clear of the detonation horizon and bring us about to engage that spineless car. Oder wie mache ich denn jetzt hier volle Energie zurück? Ah, zu spät, zu spät, zu spät. Aber wir sind im Explosionsradius. Na, fuck. So the traitor longs for death. Bring us in close. I want to smell his fear. Neues Ziel. War dasselbe nochmal wahrscheinlich. Nee, es ist ein Ziel.
Ziel voraus. Was haben wir hier? Befehle, Stellungen, Angriff, Torpedos, Enter-Torpedos, Abfangjäger haben wir auch. Ja, wir haben irgendwie alles hier. Fire at will! I want them blooded before we seek their throat. His shield falls. Let us test the thickness of his hide. Na, Schildpanzerung. Schild absorbiert Schaden, ist klar. Und wenn das Schild runter ist, dann geht natürlich das, die Panzerung, sage ich mal, geht dann kaputt. Bukeks Seite ist wichtig. Wir haben unterschiedliche Stärken, genau. Hier vom Hintern sind wir jetzt ganz, darum wende ich jetzt mal, damit wir wieder die Seite kriegen. Ich weiß nicht, was das Schiff hier frontal für Waffen hat. Ich will, dass wir seitlich immer hier den Guten angucken. Kann ich nicht? Haben wir nicht? Repositioning! Haben wir nicht? Haben wir nicht? Enter-Torpedos? Scheiße. Es ist alles ausmarkiert. Okay, das haben wir halt nicht. Underway! Ey, wir lassen uns doch von so einem kleinen... To where we are needed. ...nicht auf den Keks gehen. Engines engage! Ja, die ganzen zusätzlichen Fähigkeiten wären echt geil. Aber haben wir wohl noch nicht. Schön parallel bleiben, schön parallel bleiben, mein Freund. Er dreht sich doch schon wieder. Nächste Salve, Feuer frei da. Können wir uns nur rammen? Volltreffer. Oh komm, wir rasen durch den Typen durch. Nein! Wir haben ihn zerstört. Lackschaden. Das sieht schon fett aus, ne? Einfach nur episch. Episch geil. So. Oh, jetzt haben wir eine Fähigkeit. Blitzschlag. Auf was denn? See how his strength fails. The kill comes soon. Ready boarding torpedoes. Jetzt dürfen wir. Enter Torpedos. Feuer. Jetzt werden quasi. Oh. Biegen die auch um? Ey, wie lange habe ich Teil 1 nicht mehr gespielt? Ach hier, das ist einfach jetzt niedergeschossen, aber wir müssen wahrscheinlich immer die Fähigkeiten testen. Sehen wir es, wir müssen einschlagen. To where we are needed. Also jetzt quasi wir sind. Boarding torpedoes destroyed by turret fire. So the traitor still has claws. Bring us in closer. I'll end this myself. Okay, jetzt bringen wir es zu Ende. Wir haben unsere Enter-Torpedos zerstört. Ach, wie soll ich es nochmal machen? That is impossible. Na dann nicht. Verzeihung. Oh. Er schießt trotzdem immer mal Enter-Torpedos raus. Einfach nur, was könnten. Komm her. At your command. Feuer frei. Our hunt is ended. Let the carcass drift. The greater quarry yet remains. Genau. Was, wir sollen da hin? Underway. I know most of you are not Fenris born. But today it matters not if you feel the fury of Rus in your veins. It matters not if you hail from Fenris, Mundus Pyra, Kaja, or Marsh. Today we are brothers, bound by one single glorious purpose. We ride into death with the fury of heroes.
and by our sacrifice, strike a blow worthy of Saga and Sorg! For the Emperor! For Cadia! Death to the traitors! The moment arrives! Let the engines roar! Versenken. My lord, we have located an Imperial warship. It's empty, and the crew are not responding. However, all specs show that the vessel itself remains viable. We'll claim the vessel as our own. Reinforcements run thin, and even one ship mayn't make a difference. Führen Sie einen Blitzschlag oder eine Interaktion auf das imperiale Schiff aus, das verlassen ist. Okay. Rückzug. Sie können sich in einem Warpsprung aus der Schlacht zurückziehen. Diese Aktion braucht eine gewisse Zeit. Also wir laden quasi unsere Energie auf, um in den Warp zu springen, während sie keine Kontrolle, ja, da währenddessen haben wir keine Kontrolle über das Schiff. Wir stehen halt dumm rum, werden von alles beschossen, was geht. Und Umgebungskarte, wenn sie Alt-Taste gedrückt halten. Was passiert denn da? Werden ihnen Umgebungsgrenzen angezeigt. Aha. Mir jetzt irgendwie nicht. Engines engage! Okay. So, ich würde jetzt hier nochmal Enter. Was ist denn hier nochmal? Blitzeinschlag. Ein Schiff, das von Ihnen aktiven Schild. Außer Schwarmschild der Tyranniden oder. Wird auf ein fliehendes Schiff durchgeführt, wird der Warpsprung abgebrochen. Ah ja, genau, das war das. Diese Fähigkeit kann verwendet werden, um die Kontrolle über ein verbündetes treibendes Schiff zurückzuverlangen. Oh! Ist ein bisschen langsam. Das heben wir uns dann auf. Wir machen Enter-Torpedos. Enter! Ne, warte mal, Enter-Torpedos von hier, ne? Feuer frei! Hab ich jetzt gemacht. Ah, da. Die Triebwerke sind so... Alter, nicht jetzt wieder das andere Schiff dann noch versenken. Anbraten. Sehen wir die Einschläge? Ja, das ist nur so leicht. Boarding parties have seized command of the derelict. They report critical damage to weapons control. It won't be of any use to us. Still, it shall not go to waste. Evacuate the ship to Cadia. Its fury will be hard in days to come. Ja. Das nehmen wir mit nach Hause und rüsten es aus mit Männern und Waffen. Wählen Sie das imperiale Schiff aus und starten Sie den Notsprung. Machen wir Notsprung, Notsprung. Das Quad hat diesen Balken, der auflädt. Und wenn wir mitten im Kampf sind und die Feinde sind, ballern die halt natürlich drauf. Oder sie versuchen es zu verhindern. Und ich glaube, auch nach dem Video werde ich mal den Zaun ein bisschen runterpacken. Ja, weitere Signale. Ich weiß nicht, was wir frontal für Waffen haben. Gibt ja dicke Laserkanonen frontal manchmal. Ah. Moving to position. Ich habe das Tabletop, das Ganze gab es ja hier als Tabletop. Ich habe es nicht gespielt. Das war leider vor meiner Zeit. Also zu kleine Schiffe. Ach komm. At your command. Kriegen Sie die Breitseite. Ah, von vorne kam doch was. Oh, jetzt die Breitseite, Junge. Das sind aber Verräterschiffe, ne? Das sind alles... Was sind das für hässliche Teile? Hier vorne. Die haben wir noch nie gesehen. Engines engage. Initiate targeting protocol. Enter-Torpedos losgeschickt, ja. Hold course. Ah, abfangen... werden abgefangen, die Schweine. Wie sieht das bei uns überhaupt aus? Die schießen sich kaputt. Feuer an Bord, das ist schon mal nicht schlecht. Aber unser Schild ist gleich weg.
Ah, Feuer, Feuer auf den nächsten. That is impossible. Geht noch nicht ran. Los, fangen. Ja, der Lücht, der Meuterei. Das war gut. Meutern sie auf dem Chaos-Schiff. Hatten wir keinen Bock mehr. Feuer an Bord. Okay. Eine Salve noch. Dann holen wir ihn darauf. Und ich versuche da nochmal ein Enter-Manöver zu machen. Treibendes Wrack. Oh, kämpfen. Hat nichts mehr zu tun, ne? So, unser Schiff ist aufgeladen. Dreh dich, genau. Es gab, wie gesagt, Waffen, die frontal sehr stärker sind als die Seitenwaffen, aber da ich das Schiff nicht so gut kenne. Hold course. Ich fliege persönlich nur mit der Battlestar Galactica. Und da gibt es auch eine Meuterei. Und da haben unsere Leute gerade das Hinten gesprengt. Mission erfüllt. Pitiful whelps. 10,000 years of hate and still feeble at heart. Bring us about. The Blackstone Fortress awaits. My lord, Auspexes have detected a colossal signature at extreme range. It must be the Blackstone Fortress. It's on an inbound heading. Good. We'll wait an ambush. Bring us about into that asteroid field and cut the drive. Make us look like one more drifting Hulk. Okay, was sollen wir machen? Bewegen Sie sich zum Kontrollpunkt. Machen wir. Haben wir keine Intertorpedos mehr? Ach, wir haben nur 3 Schuss gehabt. Scheiße. Das muss man mal aufpassen. Ich glaube, bei Teil 1 war das so, dass die Sachen so aufgeladen sind. Und, Spielgeschwindigkeit, ja. Dass man die, glaube ich, häufiger benutzen könnte. Korrigiert mich, wenn. Es ist schon ein bisschen her. Aber wenn es natürlich so einen Verbrauch hat, dass man aufpassen muss, wie viel man was verwendet, ist natürlich auch cool. Ah, spule mal ein Stück vor. So, jetzt da müssten wir jetzt getarnt sein. Also war es, glaube ich, Teil 1 auch. Asteroidenfelder. Ein Schiff, das sich durch ein Asteroidenfeld bewegt, erleidet Schaden, solange es sich nicht bewegt. Bleibt es getarnt. Okay. Außer wenn es vom Feind gescannt wird. Mhm. Neues Ziel. Alter, da kommt die Festung. Was ist denn das hier um uns herum? Das ist eine Hammerfestung. Die ist dick bewaffnet. Seht ihr da 21 Kanonen und weiß nicht, 35.000 Mann oder vielleicht noch mehr? Oder also, warten sie auf Lord Bloodholds Befehle. Ja, machen wir. Das gab's auch als Modell. Das kenne ich. War arschteuer, glaube ich. Aber wir sind sogar leicht durchsichtig, weil wir getarnt sind. Aber das werden wir nicht platt machen. Das werden wir mit dem Schiff hier, glaube ich, nicht platt machen. Da brauchen wir mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob das Schiff geschichtlich gesehen oder storytechnisch je zerstört wurde. Aber da bin ich nicht vielleicht so tief im Thema drin. Das wisst ihr bestimmt, denn ja. Wenn ihr es wisst, schreibt in die Kommentare. This is as close as we're likely to get. Boarding torpedoes stand ready. So shall it be. Command of the Fang is yours. Give her a good death. Tja. Forus and the Old Father. Forus and the Old Father. Genau. Forus. Setzen Sie einen Blitzschlag und oder Intertorpedo, um die schwarze Festung anzugreifen. Ja, sicher. At your command. Komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran. Boah, da gibt's gleich dick einen auf die Nase. Da gibt's ja so einen Dick auf die Nase. Moving to position. Nee. Enter Torpedos, Feuer! Blitzschlag! Kann ich nicht?
Scheiße, ey. Kriegen so auf die Fresse. So, jetzt haben wir doch erstmal was abgesetzt. Underway. 3 Truppen verloren, ja. Nein! Nein! Ihr Schweine! Nein! Sven Bloodhowl, stalwart of a brotherhood famed for their courage. But sometimes, courage is not enough. Cool, die haben da echt Modelle hier in den Bildern eingebaut, die es wirklich zu kaufen gibt. Diese Flakgeschütze in ein Turm. Null Array inert. Insufficient power. Insufficient power. Rerouting. Reroute failed. Ah, ein Planetenzerstörer ist das, glaube ich, ne? Tja, Cardia. Processing. No data. Power building. Ah. Necrots sind auch schon auf dem Planeten. Die sabotieren da wohl. Was passiert denn da, Alter? Was ist denn? Not through the bravery of Sven Bloodhowl, nor the labors of Magus Clan. But through the intercession of a mysterious benefactor. Oh, Landungskapsel des Chaos. As the cheers faded, traitor warships blackened the skies. The siege of Cadia Secundus had begun. The forces of the Despoiler came in numbers uncounted, but the walls of Casa Crath held. Even in that darkest of days, the flame of humanity's valor burned bright. With faith burning in their hearts, the defenders held the Chaos Hordes at bay, uncaring of the losses they bore in exchange. But flesh fails and faith flickers. Ich glaube, ich spiele auf der falschen Seite. With every bloody moment, Abaddon's forces drew closer to victory. Geilo. Die hatten also ein Schutzschild und wir haben nur den Schutzschild zerstört wahrscheinlich. Oder das Chaos hat den Schutzschild zerstört und dann den Boden, ja, planetare Attacke durchgeführt. Mir fiel gerade auf, ich musste gerade zurückdenken. Das ist wahrscheinlich euch schon längst aufgefallen, dass die Bilder so ein bisschen wirken wie die Bilder so aus dem Codex. Wisst ihr, so dass vielleicht da nachempfunden werden soll. Gerade diese epischen Schlachten hier gerade hat mich so ein bisschen dran erinnert. Sieht ja auch so ähnlich aus wie so im Codex damals. Meistens war es aber im Codex halt schwarz-weiß. Ich liebe halt diese Bilder. Und gerade habe ich mich auch gefragt, warum verfickte Scheiße gibt es von Warhammer keinen Film? Geht gleich weiter. Lead a reconnaissance patrol. Be our eyes. Gladly, Captain Carradine. We can't proceed until those defense platforms are destroyed. Okay. Was soll ich machen? Drücken Sie um eine Position. Was? Soll ich jetzt alle dahin packen oder was? Ach, bleib doch mal da, Junge. Okay. All vessels engage drives. Rig our light cruisers for silent running. We'll let our bombers handle this. Neues Ziel, Admiralschiff. Was wollt ihr mit den ganzen Textnachrichten, Junge? Ihr verwirrt mich. Schleichfahrt. Bring us into position, Captain. Wo soll man denn hin? Engaging engines. Zerstören Sie das Flaggschiff. Ne, das Flaggschiff darf nicht zerstört werden. Wählen Sie alle Schiffe aus und befehlen Sie ihnen, in die markierte Position zu kommen. Wählen Sie alle Schiffe aus. Achso, das geht auch.
Also man kann hier Gruppen verfassen oder Gruppen zusammenführen hier. Das hier sind alle Gruppe 1. Der hier ist das Admiralschiff, ne? Gruppe 2. Wenn ich das alles so richtig gemacht habe. We serve. Woran sehe ich was von Starhawk Bombers to launch condition. Relaying target coordinates. So, warte mal, ich bin gerade ein bisschen verloren. Mal Pause hier. Also erstmal will ich wissen, was denn mein Flaggschiff ist, bitte. So. Der hier ist ein leichter Kreuzer. Leichter Kreuzer. Leichter Kreuzer Dauntless. Also, das wird dann wahrscheinlich mein Kreuz, mein wichtiges Schiff sein. Und das sind die beiden, die sterben dürfen. So. Admiralschiff. Ihr Admiralschiff ist das Rückgrat. Also, hier gibt es auch eine Moral. Ich weiß gar nicht, ob das früher auch der Fall war. Das heißt, wenn das Flaggschiff kaputt ist, dann haben die anderen eher Angst oder meutern. Sind mehrere Schiffe ausgewählt, laufen aktive Fähigkeiten und ausführende Fähigkeiten manöver gleichzeitig. Ja, das ist sogar klar. Solange ein Schiff in einer Gaswolke ist, ist es wahrscheinlich getarnt, bis es gescannt wird vom Feind. Nicht koordinierte Fähigkeiten. Fähigkeiten, bei denen es nötig ist, ein Ziel auszuwählen, werden zusammengestartet. Ja, okay. So. Wo ist denn die Gaswolke? Was haben wir hier? Achso, wir sollen die Bomber wählen und sind das Abfangtürme hier vom Chaos? Ich kann das schlecht deuten oder sind das Minen? Ich weiß es nicht. Wir bleiben mal im Nebel. Achso, wir müssen noch warten, okay. We serve! Wählen Sie die beiden leichten Kreuzer der Klasse aus. Aktivieren Sie beide. Wir gehen mal auf 1. Aber ich habe trotzdem nicht bei. Your orders? Na gut. Weisen Sie Ziele auf. Jeder Trupp kann nur ein anderes Ziel geschicken. Warten Sie, warte, machen wir so. Du schickst. Nee, er kommt da gar nicht hin. We wait your command. Du bist noch ein bisschen raus, Süßer. Understood. Understood. Ja, genau. Aye, Admiral. Ah, ein bisschen vor. Course engaged. Hallo, ein bisschen vor. Imperialer Soldat. Coordinates acknowledged. Your orders? Hören die nicht. We serve. Sie müssen im Nebel bleiben. Underway. Oder was? So ein Scheiß. So, Starhawk Bomber. Ja, aber die Reichweite reicht doch nicht. Ship ready. Setting course. Ja, du sitzt keinen Kurs, mein Freund. Aye, Admiral. Also ich kann keinen Kurs setzen. Changing course. Ich verstehe gerade nicht, was das Spiel von mir will. Heading acknowledged. Cruising speed set. Volle Kraft. Tarnung. Coordinates acknowledged. Warum? We wait your command. Ach, Problem erkannt. Nee, doch nicht. Changing course. Hallo? Course engaged. Toll, jetzt habe ich ja alles weggeklickt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Hahaha. Ship ready. Ach, ist das schön. Engaging engines.
Warum kann ich meine Schiffe nicht bewegen? Your orders? Understood? Impossible, Admiral. Starhawks loaded and sent. Musste ich alle jetzt ausgewählt haben, oder was? Starhawks loaded and sent. Finish this. All weapons fire at will. We serve. So, sie haben eine begrenzte Ladung, das haben wir festgestellt. Einige Fähigkeiten, Nachschubstruppe, Torpedos verfügen für jede Schlacht eine begrenzte Menge. Underway. Vernichten wir die Plattform. Oh, du kümmerst dich um den da. Ihr beide for und the den. Emperor. Engaging engines. Ah, der kann auch frontal. Das ist ganz gut. Ah, der hat hier oben auch Kanonen. Fantastisch. Die können wahrscheinlich nur seitlich, ne? Weil ich gerade die überkreuzt. Okay, Stau im Weltall. We wait your command. Gut, dann machen wir was anderes. Understood. Müssen es da beschießen. Beschießen. Target locked in. Sollte er eigentlich dann gleich weg sein. Es sollten ja, sind ja keine Ziele hier. Engaging engines. Ship ready. Warum schießt du nicht? Oh, Signale vor uns. Das war ein Signal. Understood. Der stirbt einfach nicht. So, identifiziert. Da sind auch Punkte, das ist Explosion. Boah, ey, mein Flaggschiff kriegt ganz schön Schaden. Ich hab die unterschätzt. Enemy defense platform destroyed. Okay. Ship ready. Das ist doch härter gedacht, als ich... Ach, da hier oben ist die Kanone. Da bewegt die sich. Okay. Na, die haben ganz schön Streufaktor. Die frontale Kanone. Ach, sie sind da oben wieder schräg oben. Aber die sind immer noch auf Schleichfahrt. Okay. Ja, eigentlich auch, aber er wurde identifiziert. So, und die restlichen Flugzeuge lassen wir mal drin. Das sollte gleich hier ihm den Rest geben. Enemy defense platform destroyed. So. Mission erfüllt. So they had time to call for reinforcements. Prepare to engage. Niemand wird entkommen. Hoffen wir es. Changing course. Du. Your orders? Komm, ein bisschen seitlich. Scheiße. Changing course. Engaging. We should evaluate the situation. We cannot risk a foolhardy engagement. Ja, sehe ich auch so. First, we'll grant all ships captains full autonomy to maneuver. Was will der? Automatischer Angriffsmodus. Na gut. Automatischer Angriffsmodus. Sobald der automatische Angriffsmodus aktiviert wurde, werden ihre Schiffe automatisch sichtbare Ziele anvisieren und angreifen, falls sie ihnen keine anderen Befehle geben. Ja, klingt doch ganz nett. Das mache ich hier gleich auf alle. Ey. We serve. Yeah. Now, designate priority target. Was? Ein Schiff setzt eine Fernkampfwaffe gegen Schiffe in Reichweite ein. Hohe Priorität. Achso. Priorität 1. Ah, okay. Finally, we'll focus fire on the target's weapon systems to reduce their firepower.
We wait your command. So. Warum ist das doch Slow Motion? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen soll. Beschusshierarchie. Werden alle automatisch haben wir gemacht. Mit hoher Priorität, das ist ganz klar. Automatischer Angriff, Schleichverhalten habe ich schon jetzt weggeklickt, statt zu lesen. Und wir müssen ihn auf jeden Fall hier mal. Your orders? Aye, Admiral. So macht er ja eh. Coordinates acknowledged. Und wir machen mal wieder auf Play hier. Hallo. Ach, kann ich nicht. Das hat hier die KI gemacht, okay. Your orders? Ich überlege. Das kriegt er natürlich einen auf den Deckel. Ship ready! Aufschalten. Lock on target! Targeting enemy vessel! Heading acknowledged! Ah, der Schild lädt danach, verdammte Kacke. Warum kann ich nicht auf von Slow Motion weggehen? Das nervt. Ich will doch weg von Slow Motion. Das ist jetzt echt Krebs. We wait your command. Volle Fahrt. Execute high energy turn. We wait your command. Volle Fahrt. Sollen sie uns ruhig identifizieren? Underway. Nein, unser Schild ist weg. We serve. Ich überlege, ob ich jetzt meine Bomber losjage. Ah, wir können sogar genau zielen. Ah, das war das, was gemeint. Geil. Wir können genau Punkte auswählen. Das ist ja richtig geil. Oh, wir sind im RAM-Modus, mein Freund. Cruising speed set. Lock on target. Wo ist der andere? Your orders. Engaging target. So, jetzt will ich aber langsam mal sagen, wir schicken da nochmal Melter-Torpedos. Oh, das klingt nach. Oh nee, nein, sie schießt nach vorne. Ah, da muss man echt aufpassen. Aye, Admiral. Ich kenne die Schiffe noch nicht mehr so gut. Es ist, ich habe Melter-Torpedos nach vorne geschickt. Ship ready. Sind auch Sniper hier? Oder was haben die hier? Naja. Tarnung. Er ist jetzt wieder getarnt. Und er hat sich voll aufgeladen. Das ist geil. Ship heißt, du kannst dich wieder drehen. Ich will den haben da. Target locked in. We wait your command. Course engaged. Den müssen wir kriegen. Aye, Admiral. Volle Fahrt. Your orders? Oh, naja, volle Fahrt. Müssen wir da hinterherkommen. Waffenreichweite, verdammt. We serve. Cruising speed set. We serve. Setting course. Your orders? Komm nicht hinterher, du. Coordinates acknowledged. Aye, Admiral. Heading acknowledged. Also man könnte auch Rampfversuche machen. Aber. Aye, Admiral. Engaging engines. Versuchen Enter-Manöver einzuleiten. Heading acknowledged.
Wenn der Süß sich hier dreht. Enter frei. Reporting successful boarding action. Und mein Freund, komm mal hinterher hier. Changing course. Volle Fahrt. Ship ready. Hier auch nochmal. We wait your command. Your orders? Ship ready. Oh, jetzt musst du doch mal leicht da verrecken, aber gibt's doch nicht. So, irgendwie zu lange. Targeting enemy vessel. We wait your command. Schick doch mal einen Bomber hin. Starhawks loaded and sent. Kommt doch kaum was an, ne? Also ich muss mal gucken, ey, wie man die Schiffe am besten spielt. Jo, haben wir den? So, dann kannst du dich gleich um den da kümmern. Engaging. Underway. Aye, Admiral. Versuch es mal näher ranzukriegen, darum nehme ich volle Fahrt. We serve. Man könnte dieses volle Fahrt Understood. Auch nutzen, um rammen zu können. Cruising speed set. Aber das versuche ich mal noch nicht zu machen. Ich ramme gleich lieber meine eigenen Schiffe, das macht mehr Spaß. Underway. Setting so. Targeting enemy vessel. Coordinates acknowledged. Boarding teams have crippled the enemy. Course engaged. Knapp davor setzen, es muss klappen. Komm. Die Torpedos sind zu lahm. Ich hätte weiter vorlassen sollen. Nein. Ah, kam was an. Yes. Feuer an Bord. Your orders? Orders töten, eliminieren. Diese Verräter, diesen Abschaum, der muss sterben. Ah, oh, das gab auch schön Schaden. Ship ready. Du bist mir zu weit weg. Volle Fahrt. Ich glaube, diese beiden sind so ein Scharfschützeneinheit. Ne, das war ja getarnt. Naja. For the Emperor! Genau. Für den Imperator. We serve. Maximum burn. Na komm, nur ein bisschen. Dann sollte der eigentlich hinreichend. We wait your command. Eliminiert sein. So, wir machen Energie aus. Nicht, dass wir da vom Spielfeld dran fegen. Coordinates acknowledged. Hin ist er. Mission erfüllt. Additional traitors on Auspex. All vessels regroup. Ach du Scheiße. Doch noch nicht? Admiral, the crew are revolting. A mutiny is underway. Your excuses do not concern me, Captain. Crush the mutineers and bring your ship into the fight. Am I understood? Aha, wenn die Moral runtersinkt, dann okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich Truppen. Engaging engines. Durch Exekution der Meuterer sinkt die Zahl der Truppen auf dem Schiff um ein Drittel maximal. Die Exekution ist nicht möglich, wenn an das Deck des Schiffs zerstört oder
Oder wenn die letzte Truppenstufe erreicht wurde, okay. You failed for the last. My lord, the mutiny has been contained. Morale is ebbing, but we stand ready to fight. At last. Now seize this precious chance at redemption. Drei Ziele. For you and for your crew. Duty and death await. Your orders? Zerstören. Das ist meine Order. Course engaged. Ich zieh den hier mal ein bisschen weg. Damit der sich vielleicht das Schild irgendwie ein bisschen Gas geben. Cruising speed set. Wir können uns ja gegenseitig rammen, das wollen wir nicht. Aber jetzt kannst du dich hier mitdrehen. We serve. Oder noch besser, du kümmerst dich um den da. Your orders? Impossible, Admiral. Schade. Setting course. Oh. Your orders? Nicht rammen, Jungs, nicht rammen. Setting course. Ihr dürft alle mitspielen, ihr dürft alle mitspielen. We wait your command. Underway. Warum wollen die nicht sterben? Ship ready. Was haben wir hier? Befehl sammeln, nee, wollen wir nicht. Und erstmal auf diesen Kleiner, dass hier irgendwer mal stirbt. Der muss doch hinreichend gleich tot sein. Ah, los, killen! Kritischer Treffer. Dauert zu lange. Die zerfleddern mir gerade den hinteren Mann. Okay. Auf den. We serve. Holen wir jetzt mal den Bomber nochmal raus. Starhawks loaded and sent. Du hast auch noch Starhawks. Packen wir mal auf den anderen. Starhawks loaded and sent. Gut, haben wir einen ein. Target locked in. Nummer 2. For the Emperor. Die kommt mir da zu nah, Süße. Ship ready. So. Was ist das überhaupt für ein Schiff? Gibt's eine Anzeige? Lost Agony. Your orders? Rammen die sich gegenseitig automatisch? Oh, war knapp. We serve. So, geh du mal näher ran. All ahead, full. Und du, mein Freund, du wirst hier gleich rammen. Engines. We wait your command. Cruising speed set. Aye, Admiral. We serve. So, du wartest. Underway. Ah, das waren wir wahrscheinlich zu spät mit dem Torpedos. Changing course. Energie. Das muss klappen. Nein, vorbei. Cruising speed set. Das muss ich noch üben, echt. Heading acknowledged. Schick mal nochmal Enter-Torpedos hin.
Der andere traut sich nicht, oder was? Ship ready. Course engaged. Abfangjäger braucht man nicht. Angriffsboot, Geschwader. Kriegen wir da auch noch Truppen drauf? Shark Assault Boat on their way. Ich wollte ihn ja eigentlich rammen, ne, aber... Changing course. Coordinates acknowledged. Das Rammen muss man echt noch üben. Triebwerke wurden zerstört, das ist gut, dann kannst du nicht wegspringen. Aye, Admiral. Heading acknowledged. Ah, ich sollte vielleicht mit den Torpedos warten, bis mein Schiff näher dran ist. Dann bleibt's vielleicht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht mal treffe. Könnte passen. Bisschen kürzer. Das müsste jetzt passen. Alter, jetzt aber volle Kanne. Zack. Antrieb aus. Cruising speed set. So, du auch nochmal, komm, ich liebe Rammmanöver. Ich liebe Rammmanöver. Understood. Zack. Cruising Und nochmal schön die Triebwerke hinten rein. More Chaos Vessels inbound. Was? Noch weitere? If failure is to be my fate, I'll face it with the Emperor's light in my eyes. This is Admiral Harbright to all vessels. We fight to the death. Engaging engines. Das Flaggschiff darf nicht zerstört werden. Halten Sie stand, bis Verstärkung eintrifft. Ja, super duper. Your orders? For the Emperor. Dann, Junge, komm mal hierher. Underway. Engaging target. Weg von den anderen Schiffen. Wir konzentrieren uns auf ein Schiff. Ah, da kommen noch kleinere. Ah, das eine ist gleich weg. 1,30. Eieieiei. Cruising speed set. Das sieht echt doof aus. We wait your Komm, wir machen Taktik der Feiglinge. Wir machen hier einen Course Abgang. Engaged. Eine Minute noch. Flaggschiff lebt noch. Ach du Scheiße, genau in der Richtung will ich hin. Auspex readings confirm the presence of a Blackstone fortress. Signal the phalanx. Our mission ends in success, but our duty abides. Ja, super duper. Rammmanöver, gib mir Energie. Das sieht nach Rammmanöver aus. Cruising speed set. Your orders? Ja, Order sind am Arsch der Welt. Fahr weiter. Du bist mir zu lahm. Energie. 20 Sekunden noch. Bis wir vielleicht so einen Notsprung machen. Cruising speed set. Wenn wir nicht abgefangen werden. 5 Sekunden noch. Mission erfolgreich. Sieht aber nicht so aus. Transmission from Phalanx. You've done your part, Admiral. I hereby take command of this engagement. We'll give that Blackstone Fortress an opponent worthy of its size. Uiuiui, das sind Kanonen, ne? Da wo er zwischendurch geflogen ist. Mission erfüllt. Ja, hoffentlich. Ach du Scheiße. Commodore Truvo, what is our status? Estimates are still formulating, but we confirm the Sanctus Malefic, the Apocalyptia, the Vengeful Spirit. Emperor, shield us, but we're staring at half of the Black Fleet. Maybe more. Understood. And Cadia itself? Preliminary scans and Vox chatter confirm fighting on all continents. The greatest concentration appears to be at Casa Craft on Cadia Secundus. The Herald of Absolution is inbound with our Adeptus Sororitas allies.
Good. Remind all Storm Talon squadrons that Celestine must make planetfall. All other concerns are secondary. Confirmed. Captain, there's a Blackstone fortress in near orbit, tentatively identified as the Will of Eternity. Vox chatter confirms the Fire Main's Fang has already failed to bring it to ruin. Indeed, a rare failure from the Sons of Roos. The so-called Saint was correct. These are dark days indeed. Your orders? As they always are in dark days, Commodore. We bring the Emperor's fire and burn away the darkness. Prepare for battle. Warte mal ganz kurz. Das Video geht schon echt arschlange. Weißt du gar nicht, was wir machen sollen? Aufhören oder nochmal kämpfen? Vanguard vessels closing fast. Brittle foes to be crushed beneath the Phalanx's good right arm, Commodore. Ja, das war's. They don't intend to duel with our guns, but to ram us. We must brace for impact. Collision alarms. All hands. Brace for impact. Aber er lebt noch. Ich hätte es nicht gedacht, wenn das Schiff schießt hier unten, dass der noch lebt. Ram. Ja, gegen was soll ich rammen? Lassen Sie die Phalanx in Stellung, was? Festhalten? Ach, hier unten ist ja auch noch Angriff. Jetzt haben wir Slow Motion. Warte mal. Meuterei, Exekution haben wir durch. Festhalten. In der Stellung ist die Panzerung. Was? Ist die Panzerung des Schiffs erhöht, wodurch Schaden durch Ramm, Kollision mit Asteroiden geringer wird? Achso. Sie können ein Schiff rammen. Maximale Anzahl, Rumpfpunkte und Tempo auf beider Seiten. Beide Seiten Schaden. Okay, das senkt die Moral. Klar. Warum habe ich jetzt wieder scheiß Slow Motion? Sieht natürlich fetzig aus, dass das hier richtig so eine Festung ist. Also es ist ja keine Stadt, die schwebt. Das ist ja, keine Ahnung, das ist Berlin im Weltall. Wenn nicht noch größer. Muss man sich mal vorstellen. Richtig fetzig groß. Kriege ich überhaupt meine Schiffe da weg? Das ist meine Sache. Ja, super. Das ist eins weg. We wait your command. Play wäre ganz geil. Oder soll ich hier auf Festhalten klicken? Ach so. Engines engaged. Hier, da haben wir jetzt voll durch hier. Ach, kommt gar nicht an. Oh doch, der rammt. Da rammen wir auch. Wir fahren einfach gegen und fliegen einfach gegen. Moving to position. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch hier ein Schiff rauskriegen. Ship ready, have visual on the Will of Eternity, Captain. Okay. Almost in weapons range. Acknowledged. All crews to battle stations. Hold this course. All ahead full. Take us down into its black craw. All ahead full, aye. It seems we have their attention. Additional vessels closing on intercept course. They're closing too swiftly to evade. Let the fleas bite. The Phalanx's hide is thick. Too thick for their teeth. Hold main batteries for my order. Krass. Krass, krass, krass. So, Manöverrad, volle Rad, volle Geschwindigkeit. Das kann er auch. Hammer. Volle Energie. Ah, Schild ist schon zur Hälfte runter. Ich weiß nicht, ob wir gegen die Phalanx überleben werden da. Also gegen die schwarze Festung. Oh, Kreuz. Was war das für ein Schiff nochmal? Warte mal. Die schwarze Festung war das doch, ne? Genau, uralte Raumstation, schwarze Festung. Hat eindeutig bessere Bewaffnung als meins. Aber wir haben mehr Leute drauf. So, no energy. At your command. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. We serve. Ah, das sind zwei Schiffe. Ne, drei sogar. Hier auch drei. Scheiße. Kannst du noch irgendwas Tolles? Ehre den Orden. Tja. We wait your command. Ja,
Kontermanöver, okay. Hm. Repositioning. Energie. Oh, ein Schutzschild. Wie kam das denn gerade zutage? Ach, da kommen noch mehr. Dann nehmen wir mal ein paar Schiffe mit, hä? Oh, wir verlieren aber auch Rüstung oder so. For where we are needed. Will of Eternity in primary weapons range. Alter. Unleash the Phalanx's fury. Let Abaddon know we've come for him. Hold course. Ja, ich halte ja Kurs. Initiate targeting protocols. Eigentlich schieß auf alles, was es da ist. Stone Fortress shield to hold it. We're barely scratching it. Keep firing. Schießt weiter. Play that abomination an inch at a time if we must. At your order. Victory or death. Ach, da kommen ganz viele Schiffe. Engaging. Ich würde gerne mögen, dass das andere Schiff auch noch überlebt. So, volle Fahrt voraus. Ja, ich werde es auch versuchen. The will of eternity's shields are down. Impossible. Confirm. Oh Gott. They're gone. I'll wager my right hand they have wolves loose in their belly. The fangs of Fenris bite deep. It's our turn now. Main batteries. Open fire. Send that cursed hulk to hell. Ja. Ich ram's. Mein Schiff ist angegriffen. Coordinates acknowledged. So. Ah, scheiße, keine Fahrt mehr. Jetzt macht man hier einen Angriff in Slow Motion, ey, scheiße. The Blackstone Fortress is coming apart. We're too close. If its reactors go critical, the Phalanx will be caught in the blast. The damage. The Sons of Dawn are too stubborn to die. Why should his rebel daughter... Na, komm mal weiter hier. Gaze on the Blackstone Fortress's death, Commodore. Gaze and rejoice for service fulfilled. Die Sons of Dawn, ja. Die Söhne von Dorn. Die Imperial Fists, ich liebe sie. Das Modell sollte mal länger werden, ne? Vorne. Archmagos, your reputation precedes you, but you choose a bleak time to come to Cadia. Bleaker than you know. My adepts uncovered pylons on Area 6. They are a perfect match for those present on Cadia, but were reduced to null during the Fourth Black Crusade. Abaddon. His malice holds greater purpose than we knew. Agreed. Ruined pylon fields have been discovered on many worlds, all unmade by the Despoiler. Why? Their heritage is alien, their purpose unknown. The pylon's forges remain shrouded, known only to the Omnissiah. But their purpose is revealed. They contain the Eye of Terror. If they are destroyed, the Immaterium would claim all. The Imperium will be no more. The pylons must be safeguarded. They are our only weapon against the encroachment of chaos. But I need time to study. Go, make your studies. May the Emperor guide you. Tja, dann studier mal schnell, mein Freund.
You are an abomination. I prefer honored guest. But abomination or not, you and I have common cause. Logic dictates otherwise. Then you don't seek to understand the nature of this matrix. You comprehend its secrets? I was there when they first awakened. Or perhaps I wasn't. Memory is such a fickle thing. Neither of us desires to see this galaxy ripped asunder by the Imperial ones. Destroy me if you wish. Nothing will change. For me, for you, for this world. Show me. Ja, wie gesagt, das Video geht schon länger als ich wollte. Ich werde jetzt hier auch einen Break machen. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Prolog an sich nicht so lange geht. Ich habe auch langsam das Gefühl, da wir die Imperialen gespielt haben, dass wir jetzt schon quasi die Kampagne der Imperialen spielen. Admiral, this is madness. Entering real space so close to a planet, you'll doom us all. A good officer commands without doubt and obeys without question. Entering real space in 3, 2, 1. Blessed Emperor, we're in the heart of the fight. This is Admiral Catalia to Battlegroup Silver Dawn. Form up. Krasse Scheiße. Incoming enemy squadrons! Race for impact! We've lost the Purity Blade! Silver Dawn to Cadian High Command. Where do you need us? This battle is lost! We must disengage! Coward! Commissar! Do your duty! As the Emperor wills! Incoming transmission! Phalanx to Silver Dawn. This is Commodore Chauveau. Situation critical. Chaos forces have launched a full-scale planet strike. They aim to destroy the pylons of the Elysian fields. They must not succeed. Reinforce the position. The Phalanx will cover your back. Remain vigilant. We have reports that the Despoiler leads the assault. The Emperor protects. The Emperor protects. Silver Dawn, this is the Admiral. All ahead. Kannst du nicht mal unterbrechen? Auspex readings indicate unusual energy signatures at the Elysium fields. Explain. I need more. By the Emperor! On the Sire's grace, this is beyond my experience. Analyzing. Hurry! What are we looking at? Analyzing complete. The pylons, the energy beam is repelling the Eye of Terror. How is that possible? No matter. Our duty remains. Prepare for planet strike. Incoming transmission. It's the Phalanx. The Despoiler has retreated to the vengeful spirit to lick his wounds. We cannot let this opportunity slip away. All vessels, engage the vengeful spirit. For the salvation of mankind and vengeance long due, we will destroy this abomination once and for all. This is Admiral Catalia to Battlegroup Silver Dawn. We have our orders, and we're closer than anyone else. Today, the arch-traitor dies at our hands. Divert all power to weapons. Load torpedoes. We are the Emperor's fury. We shall not fail. Schwarze Festung. The vengeful spirit is firing, sustaining hull damage, structural breaches on all decks. No! No! Weapon system critical, reactor critical. Fires reported on all decks. We are heavily damaged. Estimated crew loss 65,000. The vengeful spirit intercepted our torpedoes. No significant damage. What? What have I done? My pride. My arrogance.
additional Chaos vessels inbound. Very well. If that is how this ends, if we are to die, let it be with the Emperor's light in our eyes and his fury in our voice. We fight on! All hands! One last effort before they overwhelm us! Make this count! Admiral, the enemy are peeling away. No. You must be mistaken. Confirmed. They are moving towards the wreckage of the Blackstone Fortress. What? What are they doing? Vox officer, transmit a wideband message to all forces on Cadia. Tell them to evacuate the planet. Now! Das haben die vor. Okay, wir sind dann doch durch mit dem Prolog, ja? Krass. Das ist Warhammer, das ist episch. So muss das sein. Das war auch gerade richtig, richtig große Schlacht. Nett, richtig nett, gefällt mir. So, ja, ich hoffe, jetzt sind wir endlich wieder im Menü. Richtig. Prolog haben wir durchgespielt. Und das Video tut mir leid, es ist eindeutig zu lang. Ich mag eigentlich eher so halbstündige Videos. Dieses Video ist mir eindeutig zu lang, aber ja. Jetzt habt ihr die Qual der Wahl. Welche Kampagne sollen wir zuerst spielen? Sollen wir das Imperium spielen? Die Necrons? Oder die Tyranniden? Ich werde jetzt das Wochenende über nichts von dem Spiel rausbringen, nur dieses Video wird jetzt hochkommen und ja, ihr könnt entscheiden, also in den Kommentaren. Schreibt mir einen Kommentar, was ihr wollt, Imperium, Necron oder Tyranniden, und das werde ich dann zuerst zocken und euch zeigen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like da. Und dann Kommentar, wie gesagt. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, falls ich irgendwas falsch gesagt habe, was aus dem, von der Story her, schreibt es auch in den Kommentaren. Wie jetzt Warhammer Tabletop ist schon ein bisschen länger her bei mir. Aber ich zocke gern die Computerspiele, so was rauskommt. Und ja, ich mag halt so das Universum. Gut, ansonsten, das Video geht schon lang genug. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.